Ja, Überraschung, Dr. Thomas Rudler steht hier vor mir. Ja. Hallo, was machen Sie so beruflich? Ich bin bei Mercedes verantwortlich für die Rohbauentwicklung und dort insbesondere für den Rohbau des neuen SL. Mhm. Und habe den also von der ersten Entstehungsphase bis jetzt zur Serienproduktion begleitet. Und hauptsächlich, weil dieser Rohbau unser erster Großserienrohbau mit einer Aluminiumkarosserie ist. Wie viel Prozent ist Aluminium, kann man das sagen? Circa? Etwa 98% von dem Wagen ist Aluminium. Das heißt, die einzigen Teile, die nicht aus Aluminium sind, ist nämlich diese A-Säule oben und der Fensterrahmen oben. Der ganze Rest der Karosserie ist aus Aluminium, der Rohbaustruktur. Und wir haben dann später in der Final Assembly, also in der Montage, noch ein paar Magnesiumteile, die zusätzlich montiert werden. Die sind ja auch ziemlich leicht. Was hat man zum Vorgänger für eine Gewichtsersparnis erzielt dadurch? Wir haben zu einem vergleichbaren Stahlrohbau etwa 110 Kilogramm Gewichtsersparnis, die wir durch diesen Aluminium-Einsatz geholt haben. Und durch noch andere Maßnahmen ist der komplette Wagen, also SL500 zu SL500, 140 Kilo leichter geworden. Hui, das ist ja schon erheblich. Der Großteil kommt, wie gesagt, durch den Aluminiumrohbau. Und der zweite Effekt, den der Aluminiumrohbau hat, neben dem Gewicht, ist, wir haben natürlich hier die Sicherheit, die klassische Mercedes-Sicherheit, die alle Fahrzeuge von uns haben, bringt dieser Wagen genauso. Ob in Aluminium oder in Stahl. In Aluminium war das auch eine gewisse Herausforderung. Und sind da bestimmte Felstechniken oder so, dass man so ein bisschen, weil Aluminium ist ja schon leicht verformbar, ne? Deformierbarer oder was habt ihr da gemacht? Aluminium hat ein sehr hohes Energieaufnahmevermögen. Ja. Man muss aber durch die Bauweise es dann schaffen, dass dieser Wagen abgestimmt wird, also dass der richtig gebaut wird. Der Hauptunterschied zwischen Aluminium und Stahl neben dem geringen Gewicht ist, bei einem Stahlauto habe ich im Wesentlichen Stahlblech. Das heißt, ich forme das Blech um, schweiße das zusammen, auch im Wesentlichen mit einem Fügeverfahren, nämlich mit Punktschweißen. Ja. Und dann entsteht die Stahlkarosserie aus vielen einzelnen kleinen Blechteilen. Bei Aluminium verwende ich von vornherein drei Halbzeugarten, nämlich ich habe Stangpressprofile, ich habe Gussteile und ich habe Bleche. Und wir haben hier auch sehr viele Gussteile reingebaut. Wo ist denn jetzt ein Gussteil zum Beispiel? Wenn man das macht? Das hier ist ein Gussteil. Wir haben vielleicht viel besser zu sehen, so beim Vorderwagenbereich. Die Dämpferbeinkonsole hier, das ist ein Gussteil, das sieht man. Das ist ein Teil, was sehr viele Funktionen integriert, weil an dieser Stelle werden die kompletten Kräfte von der Antrieb, von dem Dämpfersystem in die Karosserie eingeleitet. Und ich habe noch verschiedene Anbindungspunkte auch für Motorenbereiche und Ähnliches. Und das ist eine Stelle, die enorm steif sein muss. Ja. Wenn ich die aus Stahl machen würde oder jetzt in Stahlblech umsetze, dann habe ich da mindestens 6-7 Stahlteile, die ich da rein verarbeiten muss. Hier habe ich ein einziges Gussteil, das dann an den Stellen, wo es besonders steif sein muss, halt einfach Rippen angegossen bekommt. Das ist sozusagen das ultimative maßgeschneiderte Teil von der Funktion, wo ich quasi auch bionisch das Ganze optimieren kann und an die Stelle Material packe, wo ich es brauche, und da, wo ich es nicht brauche, es einfach weglassen kann. Sind denn schon im Gießprozess. Sind denn die Bleche, sind die denn auch in unterschiedlichen Dicken? Also auch wieder um Gewichtsersparnis zu haben, also dass man da dünner arbeitet, wo man es nicht so braucht? Ja, wenn ich mit Blechen arbeite, dann habe ich nur die Möglichkeit, eigentlich Bleche in einer Stärke zu verwenden, jetzt an einer Stelle, oder ich muss ein neues Teil machen und das dann wieder mit Fügen verbinden. Oder ich mache ein Tailor-Welded Blank, das gibt es bei Blechen, ist aber jetzt auch nicht unbedingt die preiswerteste Lösung, weil das braucht halt einen zusätzlichen Prozess im Herstellungsprozess. Das heißt, um zwei Bleche miteinander zu verbinden. Wie gesagt, wir waren bei den Gussteilen. Eine zweite Variante, die im Aluminiumbau auch speziell ist, ist das Thema Strangpressprofile. Wo sind die? Zum Beispiel hier. Das heißt, das ist ein Profil, das wird aus einem Werkzeug rausgedrückt. Ja. Die vorderen beiden, als einzige beiden, noch mit der Besonderheit, dass die zusätzlich innen Hochdruck umgeformt sind. Das heißt, das sind nachher noch solche Formelemente wie hier, die wir brauchen, damit wir nachher den Motor runterkriegen. Oder auf der anderen Seite, die wir brauchen, um den Radeinschlag hier, da sieht man diese Delle mit dem Radeinschlag, um die hinzubekommen, sind die noch rausgepresst worden. Ansonsten sind die meisten anderen Strangpressprofile, wie zum Beispiel hier der Schweller,
Das ist aus einem Stück rausgepresst, auch mit diesen ganzen Rippen, die drin, sind. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Ja. Ja, das ist, der geht durch bis fast hinten. Der bietet natürlich damit auch, so wie er ist, richtig das Rückgrat des Fahrzeuges. Der ist sehr massiv. Ja. Sie sind den Wagen gerade gefahren. Sie haben vielleicht gemerkt, dass Sie in Richtung Steifigkeit sehr wenig merken bei dem Wagen. Der ist brutal steif. Ja. Der hat eine Torsionssteifigkeit von 19.400 Newtonmeter pro Grad. Der Vorgänger hatte 16.400 Newtonmeter pro Grad. Vergleichbare Wettbewerber liegen so zwischen 17.000 und 18.000. Mhm. Und dieser Wagen, der ist schon in einem Steifigkeitsbereich, wo eigentlich schon so langsam die Coupés normalerweise anfangen und nicht offene Fahrzeuge sind. Ja. Ah ja, gut. Und das merken Sie beim Fahren, weil man damit natürlich in Ride und Handling, also beim Fahren entsprechend das Dämpferverhalten viel besser abstimmen kann, weil der Wagen kein Eigenleben führt. Ja, und da wackelt auch nicht mal die Tür oder der Windschutzscheibenrahmen oder ähnliches. Das kommt aufgrund dieser Steifigkeit. So, dann anderer Unterschied beim Aluauto gegenüber einem Stahlauto ist, ich hatte gesagt, Verbindungstechnik beim Stahl im Wesentlichen Punktspeisen. Mhm. Bei dem Aluminiumwagen verwenden wir Punktspeisen eigentlich völlig untergeordnet, sondern hier hauptsächlich Fügetechnik Mixschweißen, Stanznieten, Kleben und dann sogar noch Flowdrill-Schrauben, also Schrauben, die direkt ohne ein Loch durch zwei oder drei Teile durchgedreht werden, durch eine schnelle Rotation und dann wird das Material drunter teigig und sie machen sich selber quasi ihr Gewinde. Ach so, das hat man ja im Holzbau zum Beispiel ja auch so, ne? Ähnlich, ja. Aber hier noch anders, weil das Gewinde richtig dann sogar ausgeformt wird. Ah, also okay. In Metall. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind eigentlich die hauptsächlichen Verbindungstechniken. Das bedeutet, man hat beim Aluminiumrohbau wesentlich mehr Freiheitsgrade, mit denen man spielt, jetzt Halbzeugart, Verbindungstechnik, und die man dann auch, sag mal, in den Griff bekommen muss und mit denen man dann die Eigenschaften des Fahrzeuges bestimmt. Mhm. Und welche Halbzeugarten man wo einsetzt, da gibt es natürlich dann gewisse Ideen dazu, aber auch im Gegensatz zum Stahlfahrzeugbau gibt es noch nicht so viele Aluminiumfahrzeuge auf dem Markt. Also auch so die Regeln, wie baue ich denn ein Aluminiumfahrzeug? Da muss man noch relativ viel immer selber dran arbeiten. Also sich selber solche aufgrund Kosten, Stückzahl, Eigenschaften, das ausarbeiten. Wollte ich sagen, würde sich das jetzt bei der A-Klasse oder wird das genauso gemacht bei anderen Modellen werden wir nicht unbedingt eine Vollaluminiumkarosserie bringen, aber wir werden bei zukünftigen Modellen, jetzt angefangen mit der neuen S-Klasse, die nächstes Jahr kommt, werden wir in hohem Maße Aluminium auch in der Struktur einsetzen. Und das haben wir zum größten Teil hier über den SL gelernt. Und wann ist es jetzt besser? Also Aluminium nehme ich, wenn jetzt auch noch etwas ein bisschen mehr tragen muss, ein bisschen mehr aushalten muss. Und Magnesium würde ich jetzt mehr auf den Magnesium Dachbereich? Magnesium wird hier eingesetzt. Die Dachteile, Dachteile sind aus Magnesium. Weil Magnesium hat ein geringes Gewicht, ist aber sehr spröde als Magnesiumguss. Das heißt, wenn ich damit fürchten muss, dass nachher ich eine höhere Umformung braucht, zum Beispiel im Seitencrash oder ähnliches, dann ist Magnesium nur eingeschränkt geeignet. Man kann es hinkriegen, aber es ist schwierig, das entsprechend abzustimmen. Wie ist das mit Magnesium? Man kennt ja das eigentlich auch nur aus dem Chemieunterricht. Das ist so der Lehrer nimmt dann so ein Band Magnesium und das ist dann schnell entflammbar oder nicht, sowas. Nicht bei einem massiven Gussteil. Das ist also bei Guss ist das wieder was ganz anderes. Nee, nur nicht bei einem massiven Teil. Und damit es schnell brennt, muss es in lauter ganz kleinen Fetzen vorliegen. Das heißt, wenn Sie jetzt Magnesium zersparen, dann besteht die Gefahr. Ja. Wenn Sie es aber als massives Stück vorliegen, das können Sie auch ins Feuer werfen, da passiert erstmal nichts. Erstmal nicht. Ja. Gut, das ist doch sehr beruhigend. Ja, nee, es ist ja so, ne? Man kennt ja irgendwie. Ich weiß, das wird immer gern, die Fragen kommen gerne, aber das ist tatsächlich so. Man muss bei der Herstellung entsprechend aufpassen. Also gerade feine Stäube, die sind schwer entflammbar, aber ein massives Teil. Ach so, im Produktionsprozess. Produktionsprozess, ja klar, natürlich. Aber eben das massive Bauteil überhaupt nicht. Wie gesagt, können Sie in Feuer werfen. Schmilzen halt gemütlich vor sich hin. Haben wir noch etwas Besonderes, Neues, Aufregendes? Ja, wir haben als jetzt Besonderheiten im Aufbau, wir haben im Bodenbereich einen sogenannten Plattenboden eingesetzt. Das heißt, dieses hier sind nicht Blechteile, sondern das sind Profile mit einer Gesamtstärke von 10 mm, so als Sandwich aufgebaut, aber am Stück rausgepresst. Und da wir aber nicht die volle Breite aus einem Stück pressen konnten,
ist der Boden aus drei Profilen, die längs gepresst wurden, zusammengesetzt und durch ein Reibröschweißen verbunden. Mhm. Das ist ein spezielles Fügeverfahren, das bei der Halbzirkherstellung dann angewendet wird, wo ich, ja, wie wenn ich so ein rührendes, damals auch Reibröschweißen, wenn ich so einen rührenden Stifter durchziehe, die Materialien miteinander vermenge und dann dadurch eine Fügung herstelle. Und dann haben wir im hinteren Bereich noch unsere beiden Sahnestückchen, nämlich zwei Kokillengussteile. Das erste Mal, dass dieses Gießverfahren im Karosseriebau eingesetzt wird, bislang eher üblich bei massiven Achsen. Mhm. Dieses Kokillenguss hat den Vorteil, ich kann einen Hohlguss erzeugen. Das ist, erstmal habe ich hier wieder eine absolute Hochintegration. Das waren vorher auch in Aluminium bereits 5 oder 6 Teile, bis wir das auf das Kokillengussteil umgestellt haben. Und das ist ein Teil, das geht von hier bis hier und ist ab dem Moment ein Hohlguss. Das ist ein verlorener Kern aus Sand, der rausgeklopft wird und hier natürlich über die Länge eine extrem hohe Integration. Wieder hier Einleitung der ganzen Kräfte aus dem Fahrwerksbereich und gleichzeitig natürlich Übertragung der Kräfte, die aus dem Heckrisch kommen können, nach vorne in die Trägerstruktur bietet. Das ist, und dann habe ich noch als letztes das war uns extrem wichtig, ein echtes Recyclingmaterial eingesetzt. Aha. Aluminium hat oder wird gerne immer als Problem geäußert, dass man dort ja enorm viel Energie braucht, um das herzustellen. Ja. Das stimmt natürlich für Primärenergie Aluminium. Dieser Wagen hat einen sehr hohen Anteil Primäraluminium, weil das sich am besten verarbeiten lässt. Mhm. Aber also Qualitätsgründe. Qualitätsgründe, ja. Mhm. Aber, was immer gern nicht gleich mitgesagt wird, einer muss das Aluminium in den Markt bringen. Anschließend ist ein Riesenmarkt für Gebrauchtes. Sonst müssen wir alle Cola trinken, ne, aus der Dose. Genau. Genau. Anschließend gibt es einen Riesenmarkt. Also Aluminium wird normal vom Markt sofort gefressen, also recyceltes Aluminium. Ja. Jetzt war es uns wichtig, dass wir zeigen können, es ist auch möglich, in so einer Karosserie recyceltes, also wirklich End-of-Life-Aluminium einzusetzen. Hier darum es geschafft, mit einem Hersteller zusammen die Reserveradmulde aus einem echten End-of-Life-Material, das sind alte Wärmetauscher. Wärmetauscher, also keine Cola-Dosen. Nein, keine Cola-Dosen. Okay. Daraus herzustellen, aber es ist echtes End-of-Life-Material, weil es gibt natürlich auch Recycling-Aluminium, das aus Produktionsschrotten gemacht wird. Das ist aber noch relativ einfach, weil ich da, sagen wir, die Abfälle, die bei uns selber im Kreiswerk entstehen, das machen wir sowieso. Das machen wir sowieso. Die gibt man zurück und dann ist es genau die gleiche Legierung und kann ich daraus wieder ein Band machen. Also ich sag mal, das ist noch. So wie beim Kuchenplätzchen backen, ne? Da hat genau, man ja auch, da genau vermischt gleiche, man dann genau den Teig gleiche, ja auch wieder neu. Also das ist noch relativ easy. Und darum, das war jetzt schon eine gewisse Herausforderung, es zu schaffen, wirklich ein einsetzbares End-of-Life-Material zu erzeugen. Das haben wir hier geschafft und das ist für uns auch so ein strategisch wichtiges Teil, um zu sagen, das geht, wir können in die Richtung arbeiten und wir haben vor, auch in so eine Richtung zu gehen, damit man auch in Zukunft, wenn Aluminiumanteil noch mehr in die Fahrzeuge reinkommt, da auch sagt, dafür einen Weg hat, um den zu beschreiten. Und ist es jetzt von der Qualität her, dass ich da jetzt nicht so was Tragendes oder nicht so was Wichtiges, sondern eben mehr so Funktionsteile wie eben die Ersatzradmulde habe? Wir haben erstmal mit der Ersatzradmulde angefangen. Ah, okay, zum Start. Als Start. Mhm. Wir könnten aber wesentlich mehr auf dieses Material umstellen. Mhm. Also es ist sehr, sehr kurz vor Anlauf des Fahrzeuges erst fertig geworden. Ah ja, okay, gut. Ziemlich stolz drauf, wie ich sehe. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Dr. Rudloff hat mich sehr, sehr gefreut, das hier genauso erklärt zu bekommen. Ich zeige nochmal so diese gesamte Geschichte hier. Nochmal ein bisschen zurückgehen. Sieht man ja auch ziemlich selten, dass man mal alles so ganz ohne Reifen und ohne Interieur und so weiter. Noch nicht mal ein Lenkrad ist drin. Ja. Ja, schönen Dank. Hat Spaß gemacht.